Hi und willkommen, mein Name ist Dani Röping und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate K-L-A-S-S-I-S-C-H. Klassisch. Boah. Aber mit wem? Ja, das ist das, was mich aufregt. Mit dem Fummelloch, ich meine Pummelloch. Ein paar neue Sachen dabei. Ja, das sieht putzig aus. Und ja, oh Gott, da muss ich auch ein Ticket einsetzen. Da habe ich so viele Punkte kriege mit Pummeluff. Das ist mal eine Frage. Startparade 64. Hat mich sowieso immer verwundert. Wie hat es Pummeluff geschafft, in jedem Smash Bros. Bisher dabei zu sein? Aber so Leute wie Ice Climbers oder Wolf und so wurden ausgelassen. Kann gar nicht springen. Hier guckt euch das an. Da ist ja normaler Sprung, das ist ja Doppelsprung. Ja, ich weiß, ich kann fliegen und so, aber trotzdem. Nein, ich habe dir das Ding gegeben. Block. Oh Gott, das sieht. Oh Gott, ich hatte sowieso nicht vor zu schlafen heute. Also kämpfen gegen all die klassischen, all die Klassiker. Pfund. Ein Pfund bitte. Einmal zwei Bahnen. Voila. Da. Noch mehr Albtraumfuel. Noch mehr Albtraumfuel. Okay. Da muss ein Yoshi. Ja, wir kämpfen gegen all die. Obwohl Yoshi war doch, glaube ich, gar nicht. Von ganz Anfang, oder? Ey. Ehrlich, meine Walzer-Attacke einfach so. Also hat Gefühl, Pummeluft wäre voll gut für so Leute, die so auf Luftkämpfe hier versessen sind. Ich meine, guckt euch das an, so ich bin damit halbwegs gut in Luftkämpfen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich will nicht rein. So, sie erstmal abtrennen. Boah, gibt's nicht, da ist eine Wolke. Wisst ihr? Oh Gott. Ich habe das Ding noch gesehen und ich bin sogar noch gesprungen aus Versehen. So aus Schreck. Ja, okay, ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir mit Pummeluff gut sind, aber da war ja natürlich jetzt wieder voll der dämliche Tod. Ja, Gott, verdammter Dreck, ich hasse das, wenn so was passiert, dann kriege ich auch noch 0,3 oder irgendwie sowas. Auf damit, Fox. Alter. Mal her. Ah, falsche Richtung. Schon wieder. Pac-Mans, wohl eigentlich die Geister von Pac-Man, aber wisst schon, was ich meine.
Oh gut. Irgendeiner hat den Offscreen getroffen, glaube ich. Aber mein Schlag war das nicht, dass den rausgehauen hat. Es kann nur einen geben. Ernsthaft? Ich habe nur mein unten B, mein unten Spezial eingesetzt und das hat gereicht. Oh, das ist die Kacke, die man freispielen musste in Smash 64. Ja, dann haben wir alles die Kacke von Anfang an dabei waren. Los, aufstellen, danke. Perfekt, komm. Nein, du Pisser. Noch der. Verpisst euch vor meiner Stage. Oh, zwei haben überlebt. Ja gut. Wieso ist Pummel auf einen spielbaren Charakter in dem Spiel? Ich meine, das geht ja nach den Nintendo-Spielen und Pummel ist da eindeutig ein Charakter, nicht die Anime berühmt wurde. Mein Pikachu macht Sinn. Ich meine, Pikachu ist ja Maskottchen vom Pokémon. Und das Pokémon hat man am meisten, das jeder kennt. Also, das verstehe ich ja noch, aber jetzt mit Pummelhof, ernsthaft. Guck mal, der M-Master, der ist online gerade, der spielt Smash. Cool, was? Oh, geil. Mehr Punkte. Bonk. ja, keine Ahnung. Donkey Kong. Ja, weil es halt stärker. Autsch. War nicht so, dass wenn Pummelufs Schild, wenn der kaputt ist, dass Pummeluf dann sofort rausfliegt, Alter. Dieses Viech, ey. Ja. Da war's. Da war's. Ey, verarsch mich nicht. Achtung, so, ey. Was soll's? Ich nutze einfach die Unbesiegbarkeit aus und mach Rest. Warum ist dieser Angriff so stark? Was ist der Sinn von diesem Angriff? Verstehe irgendwie nicht, ey. Pummelhof fängt an einzuschlafen. Ich meine, was ist denn da von der Angriff, ey? Was greife ich denn an? Ich schlafe einfach nur ein. Ich meine, was soll das? Was ist da von der Angriff? Also, ich knick ein. Der Gegner fliegt weg, wenn er mich dann berührt in diesem einen Moment. Das verstehe ich irgendwie nicht. Weil es irgendwie einer der überpowersten Angriffe aller Zeiten. Die Competitive Leute tun halt irgendwie voll oft einsetzen. Und ja. Also ich verstehe den Angriff trotzdem nicht. Ich habe gar nicht geguckt, was der Rettungsmove von Pummelhof war. So spezial oben. Ja, ne, aber das ist noch mal spezial oben. Weiß ich gar nicht.
normales Walzer. Rechts ist Pfund, dass wenn ich so nach vorne einfach nur angreife und zuschlage einmal, die Gegner fliegen hoch. Rest, Erholung ist unten. Was denn oben? Ich habe keine Ahnung. Ich spiele nicht Pummelhof, also ich habe keine Ahnung. Muss ja irgendein Rettungsmove sein, ne? Für den Fall, dass irgendwie ich aus der Stage fliege und mich nicht retten kann mit meinen normalen Sprüngen. Ich habe keine Ahnung. Ich denke gerade voll hart nach und ich weiß es nicht. Das soll jetzt egal. Interessiert mich auch nicht mehr. War ein kurzer Part, glaube ich. Wir haben erst 12 Minuten und wir haben schon den ersten Charakter geschafft. Der finale Boss hier, der hat überhaupt keine Zeit gefressen. Also ja, nicht immer raschend. Bing, bing, bing. Glückwunsch. Cool. Ticket Bonus und 4 Sterne kommen. Oh. Rex, das war der Xenoblade, den jeder irgendwie im Spiel haben, irgendwo alle enttäuscht waren, dass es den hier nur als Kostüm gibt. Oh. Ist ja gerade ein Item Bluminator. So, damit haben wir schon mal alle Charaktere aus den originalen Smash Bros. So, ihr wisst ja schon, welcher Charakter als nächstes kommt, aber oh. Mewtwo. Nein, du, nein, du. Me too. Mewtwo, so wie ich es früher genannt habe. Oh, keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, viele Sachen irgendwie anders ausgesprochen, weil ich nicht wusste, wie es geht. Mewtwo, komm. Aber damals kam der Film ja noch nicht raus und so, also. Wo sollte ich wissen, wie man Mewtwo ausspricht? Hallo? Ein Kind hat kein Englisch kann und so. Kommt ja übrigens wieder ein neuer Film raus, ne? In 3D. Ja, 3D animiert, glaube ich. Also von Mewtwo schlägt zurück den allerersten Pokémon-Film. Den habe ich noch damals im Kino geguckt, als der das erste Mal rausgekommen ist. Und so alt bin ich schon, ja. Oh, du kommst auf meine Seite. Warum? Boah. Oh, wenn ich, okay, wenn ich mich auflade, bewege, dann wechsle ich die Richtung, okay. Das ist ein bisschen doof. Materie. Substanz. Stimmt ja, Substanz heißen die in Deutschen. Tschüss. Oh, okay. Ramu ist gerade aufgetaucht, Mann. Habt ihr mich gerufen? Wir sind schon fertig. Was? Ich mach trotzdem meinen Donner. Durch meine Gegner hypnotisieren und meine Seite ziehen oder was passiert hier? Das ist gut. Meine anderen Charaktere, die gehen schön auf die los und ich feuer die von hinten ab. Das ist geil. Boom. Okay. Boah, wie ist halt Angriff nochmal? Chaosball. Chaosball. Shadow Ball heißt der. Im Englischen, aber mit dem deutschen Namen.
diese Geisterangriff hier, dieser Geisterballangriff. Ich habe den Namen vergessen. Nee, ich habe den Namen vergessen. Was? Warum so blöden Bienen? Oh, war lief so gut. Oh, die blöden Bienen haben mich davon abgehalten, irgendwas zu machen. Oh, kotzt mich so an. Tschüss. Finsterball? Finsterball? Nee. Doch. Nee? Weiß ich nicht. Spukball, mein Gott. Oh, ich hasse das. Man irgendwie, weiß ich nicht, wie im Internet verbringt, irgendwie nur englische Sachen oder so guckt, dann fallen halt irgendwie nicht mehr die deutschen Begriffe ein, ne? Das ist bei einigen Pokémon auch so der Fall. So viele Let's Plays und all sowas. Oder gucke im Internet irgendwann über Pokémon nach, da ist natürlich alles auf Englisch. Aber ich wollte den umdrehen, nicht weghauen. Dann fallen einem die ganzen englischen Begriffe nicht mal ein, ey. Nicht gut, dass die nicht auf mich losgehen. Wart. Bis dich. Jetzt ein Schild einsetzen sollen vielleicht. Aber nein. Ah, ich bin so unzufrieden wegen diesen einen Tod. Oh, da wird ein großer Kampf. In so einer Level. Dann kommt Musik von Kid Icarus. Ja, ich habe einen Charakter von Kid Icarus, aber muss Pokémon Musik laufen. Ja, die Schwerte machen Schaden. Ah. Schon irgendwo treffen oder auch nicht. Irgendwas, da das Schwert jetzt unten ist. Da sind da gar nicht mehr viel übrig. Spukball. Lach mir weg. Kommt er so einfach langsam an mich heran, mal so. Das mächtigste Pokémon der Welt. Was willst du denn? Bonusspiel. Mewtwo ist schon ein cooles Pokémon, oder? Ich meine, irgendwie, ich glaube nicht, dass irgendwie ein anderes Pokémon so ans Design irgendwie herankommt. So dieses menschliche Design irgendwie. Gibt es irgendein legendäres Pokémon, hat irgendwie auch so ein Design hat? Mir fällt jetzt gerade keins ein. Boom. Ich hab den gesehen. Keine Ahnung. Mewtwo war das originale legendäre. Jetzt gibt es irgendwie pro Generation irgendwie 5-6 legendäre Pokémon. Ne, 5-6, das ist ja noch wenig, bestimmt so 10. Früher gab es nur 4 oder 5. Okay, eigentlich gab es früher auch schon ganz schön viele. So, wo ich darüber nachdenke. Oh, ich war schon wieder beinahe frei.
Ich werfe eine ganze Galaxie auf dich. Was machst du? Ich meine, wie stark die an. Aua. Eine ganze Galaxie auf euch. Und schon uns folgen wir jetzt gut. Ich stand gerade da. Oh, komm. Ich habe nicht so viel Schaden genommen. Ich meine nicht, dass mich das getötet hätte. Und wer gesagt? Wir haben so auf dem Boden. Hat er gerade gelacht? Okay. Boom, 8. Gut gemacht. Gut gemacht. Du warst nah dran. Also von irgendeiner Dings, ne? Von irgendeine Siegestraße, glaube ich. Musik, oder? Ich glaube von Rubin und Saphir ist das. Ich glaube, das Spiel hat irgendwie die einfachste Siegestraße von allen, war irgendwie kein Trainer da war, glaube ich. Genau, irgendeine Siegestraße hatte keinen einzigen Trainer. Ja, probieren uns auf 4, aber das. Oder vielleicht war es Smart, ich weiß nicht. Nur Smart. Ich meine Rubin Saphir, keine Ahnung. Ja. Ah. Höre auf damit. Boah, das hat auch mir auch Schaden gemacht. Würde ich überhaupt Punkte, wenn ich getroffen werde? Nee, ne. Wenn ich nicht drauf achten, kriegt die ganze Zeit Punkte. Ausprobieren. Nö. Muss ja so Sachen testen. Wenn ich es nicht mache, wer dann? Muss halt so random einfach irgendwelche Sachen ausprobieren, die einen interessieren, wenn man nicht genau die Antwort weiß in solchen Spielen. Und irgendwann kommt die Frage so. Ist das möglich oder was passiert, wenn man das macht? Ich habe den M-Master irgendwann mal gefragt, was passiert, wenn irgendwie zwei Leute zur gleichen Zeit rausfliegen und eine Person fliegt als erstes raus. So eine Sekunde oder so. Und die andere Person ist auch kurz davor rauszufliegen. Also was dann passieren würde, wenn der Kampf weitergehen würde. Weil wenn man sich danach wiederbelebt. Die Antwort haben wir ja irgendwie herausgefunden. Der Gegner, also wenn man zum Beispiel als erster rausfliegt, zeitgleich mit dem Gegner, dann fliegt der Gegner auch raus, obwohl man sich gerade irgendwie in den Kampf reingeportet hat wieder. Schon oft passiert hier. Hat sich Mewtwo irgendwie gebräunt am Strand oder was? Und sollte das jetzt sein? Mewtwo. Springman. Armangriffe. Duo. Hana Samurai. Kriegt man hier nur neue Geister? Ich glaube, ich kriege hier immer nur neue Geister, ne? Könnte sein. Wir haben noch ein bisschen Zeit, merke ich gerade. Lass mal ein bisschen Geistertafel hier machen. Ja, warum nicht? Boom. Ah, ein paar stärkere haben. Muss ich denn, ob ich neu sind oder nicht? Sind alle noch Monster, einfach noch Monster.
den Hauptgegner zu gewinnen. Stärkere Gegnerwürfe. Ja, klingt sehr nervig. Reason. Boah. Weiß gar nicht, was ich brauche irgendwie. Jetzt mal hier Items ein. Tafeltausch. Tauscht alle Geister neu aus. Boom. Ich glaube, ich kriege dann auch irgendwie, weiß ich nicht, einen Meilenstein, wenn ich das mache. Aber es ist ja gar kein Event. Ich will dann schon welche machen, die auch irgendwie stark sind. Boah, kenne ich doch, das weiß ich nicht. Taubnuss. Dann vielleicht hier auch diesen ein, dieses eine Team nehmen. Könnte es vielleicht bringen. Ja, und ich bin es nicht leid, Ike hier zu steuern. Kannst du mal aufhören? Boah. Tschüss. Mein Gott. Leck mich. Nein. Okay, diese Items muss ich auch mal einsetzen. Dafür gibt es auf jeden Fall einen Meilenstein, so Schild-Items einzusetzen. Oh, Rouge the Bat. Mit Sonic, ne? Muss bestimmt irgendwie so Profi-Dinger hier ein paar Mal machen. Für Meilenstein. Nein, boah! Hey. Was ist das? Tschüss. Wir sind mal am so. So, hier Schildbremser. Wow. Oh, ich dachte, er bleibt jetzt so. Oh, leck mich doch am Arsch. Ey, ich dachte, er bleibt so. Komm schon. Hier, Jagen, komm. Der ist aus Fire Emblem, gegen den gewinne ich. Boah. Bin echt nicht zufrieden mit dem Ergebnis in diesem Part. Der hat auch schon 60%. Guck mal her. Oh, ehrlich. Ja, der verarscht mich hier. Was ist das? So. Oh, Schildbremser nochmal. Ich dachte, da bleibt jetzt so. Oh nein. Ach. Komm noch ein, ich brauche noch einen Sieg. Ja, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Ach, die ist aus diesem Mii-Spiel, genau. Unsichtbarkeit für alle. Stimmt ja, das war dieses Street Pass-Spiel. Und irgendwie durch so eine Villa rennen musste. Sehe mein Schwert noch. Was ist das? Was ist das?
Nein, da bist du. Da bin ich. Soll eigentlich das Item behalten, dann weiß ich wenigstens, wo ich bin. Tschüss. Boah. Ich muss die Items ja mal einsetzen irgendwann. Noch mit in den Kopf. Gereicht. Mein Gott, ich muss mal kurz gucken. Wann kriege ich hier was? Unter Geistertafel. 10-mal Geistertafel-Item sein. Sehr dreisigen Geister im Rang Profi, ohne ein Geisterteam ins Feld zu führen. Ohne ein Geisterteam, okay. Gegen Ranken Legende. Setze 10-mal Kampf-Items ein. 10-mal in Folge. Ach, C20-Jäger. Okay. Okay. Gut. Werde ich bis zum nächsten Mal wieder alles vergessen haben. Egal. Ja, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich allzu fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Like, ein Abo, einen Kommentar und so hinterlassen würdet. Das wäre richtig nett von euch. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssikowski.